Die sanitären Anlagen im Dorfgemeinschaftshaus Geismar waren unansehnlich und marode. Immer wieder gab es Beschwerden von Gästen bei der Pächterin des Dorfgemeinschaftshauses, Michelle Knoll, oder sogar Beschimpfung. Das ist nun vorbei, denn die sanitären Anlagen wurden komplett modernisiert. Neben neuen, berührungslosen Sanitärelemente wurden auch die Fliesenbeläge komplett erneuert. Auf den Toiletten zeigen und zu mir gucken. Das war sehr schön, aber selten. Ja. Wunderbar. Ortsvorsteher Franken Geismar, zufrieden mit den Umbauten? Sehr zufrieden. Es ist alles sehr gelungen worden und man kann nur sagen, tolle Arbeit gemacht worden. Nun ist Geismar ja auch ein relativ großer Stadtteil, das heißt, hier ist auch eine hohe Frequenz. Hier ist eine sehr hohe Frequenz, hier sind viele Familienfeiern, jetzt natürlich durch Corona etwas reduziert, aber auch die Gastronomie wird sehr gut angenommen im Haus. Und deswegen war es uns wichtig, dass die sanitären Einrichtungen auch entsprechend der Gegebenheiten angepasst werden. Nun ist Modernisierung immer die eine Geschichte, das Ganze am Laufen halten, die andere Geschichte. Aber die Geismarer nutzen gerne die Gastronomie und ihr Dorfgemeinschaftshaus. Wird sehr gut angenommen, die ganze Geschichte von Vereinen sowie auch von Privatpersonen. Und wir sind eigentlich der einzige Stadtteil, der das DGH an die Gastronomie verpachtet hat. Und somit unterliegen wir auch in der jetzigen Zeit nicht den Corona-Vorschriften, sondern den Vorschriften der Gastronomie und können ganz andere Bewirtungen im DGH anbieten, wie es anders möglich wäre. Also Familienfeiern zum Beispiel bis 120 Personen, genau, wie es in Hessen zurzeit erlaubt ist. Ganz genau so ist es. Vielen Dank. Gerne. Samstag, 15 Uhr. Ja, wir sind im Dorfgemeinschaftshaus in Geismar, wo auch eine wirklich gute Gastronomie ist. Und wir haben uns vor längerer Zeit entschieden, weil die Sanitäranlagen auch wirklich in die Jahre gekommen waren, 31 Jahre alt waren, dass wir gesagt haben, wir wollen hier eine neue Toilettenanlage haben. Und heute ist die Einweihung. Wir freuen uns ganz einfach drauf, sodass dann auch der Bereich Gastronomie, das gesellschaftliche Leben hier in Geismar noch mehr in den Mittelpunkt gestellt wird und wir den Menschen gute Dinge zur Verfügung stellen können.